Willkommen bei den Bastelfreak News Teil 16. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Bastelfreak News. Es ist wirklich schon sehr lange her, ich glaube 2 bis 3 Monate her, seit ich die letzten News Teil 15 gemacht habe. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mache mal nochmal News und einfach mal die aktuellen Projekte nochmal zu besprechen. Ein paar Projekte, die jetzt in Zukunft kommen und so ein bisschen auch mal darzustellen, wie die Priorisierung aktuell ist, welche Projekte wir als erstes abschließen wollen und so weiter und so fort. Doch bevor wir mit den Projekten starten, schauen wir uns erstmal die Anzahl der Abonnenten an. Wie immer, ihr kennt das ja bei mir. Also jetzt aktuell exakt 2847 tolle Abonnenten. Ich denke mir immer, sind das viele Abonnenten, sind das wenige Abonnenten? Und da hat der Pilot Frank, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal rechts oben im Bild, wo ich mit Pilot Frank gebastelt habe. Da sagt der Pilot Frank zu mir, ja pass auf, stell dir mal diese Menge an Abonnenten in einen großen Saal vor und du stehst davor. Ich glaube, dann könnte ich nicht so schwätzen, wie ich das aktuell jetzt mache. Und daher bin ich wirklich sehr glücklich darüber und würde mich natürlich auch über mehr Abonnenten freuen. Was mich auch schon direkt zum nächsten Punkt bringt, ich habe hier so ein Zettelchen, wo ich alles so ein bisschen aufgeschrieben habe. Mein Handy brauche ich nicht mehr. Und zwar... Bei 3000 Abonnenten möchte ich wieder ein Gewinnspiel durchführen, ja, also es wird wieder eine Verlosung geben. Was ich verlose, weiß ich noch nicht. Ich denke, es wird diesmal kein Filament sein. Mal schauen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird bestimmt irgendwas Cooles sein, was auch mit dem Kanal zu tun hat. Ja, fürs Gewinnspiel gelten natürlich die Regeln wie immer, also unbedingt Abonnent des Kanals sein, das heißt, das Gewinnspiel wird nur unter den Abonnenten durchgeführt und ansonsten alle Details werde ich dann wieder in so eine Spezial-Video machen, wahrscheinlich 3000 Abonnenten Spezial, da werde ich nochmal die Einzelheiten klar... durchgehen und dann werde ich auch sagen, was ich gerne verlosen möchte. Das kommt aber allerdings noch bei 3000 Spezial. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also Leute, gebt Gas bis 3000, dass wir das so schnell wie möglich durchführen. Ich freue mich schon riesig drauf, endlich mal was Cooles wieder zu verlosen. Ja, dann kommen wir zu eins meiner größten Projekte, zumindest was den zeitlichen Rahmen angeht. Unsere 3D-Druck-Farm. Wie man sieht, hat sich jetzt nicht mehr so viel getan wie zum letzten Video. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich kein Material bekommen habe. Beziehungsweise, ihr kennt ja aktuell die ganze Holzindustrie und Materialprobleme. Alles ist mega teuer und oder man bekommt nichts. Ja, und ich brauche ja Platten, damit ich hier drinne quasi jede einzelne Drucker hier schön voneinander trennen kann, dass man einzelne Häuschen hat, wo man die Drucker dann einbaut. So, ich habe jetzt allerdings durch einen glücklichen Zufall Material bekommen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, wie ich dieses Material bearbeiten soll. Warum ich mir da nicht so sicher bin, kommen wir gleich zu. Vorher möchte ich gerne noch ein paar Fragen beantworten, die von ein paar Leuten kamen, die es nicht so für... oder anders gesagt, also einige bezweifeln, dass das Ganze stabil ist, einige zu Recht, ja, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Wenn man es noch nie gesehen hat, gemacht hat, dann bezweifelt das man vielleicht. Vielleicht würde ich es auch bezweifeln, wenn ich wüsste, die Dinger sind im Grunde ja aus Pappe, also in Anführungsstrichen Pappe, es ist ja wie MDF sozusagen, Schichten und in den Tischen selbst ist so eine Wabenstruktur drin. Das ist halt Pappe. Aber ich sag mal so, die Tische sind ja dafür gedacht, dass man die auch nutzt. Ja, es sind ja jetzt keine Tische, wo man jetzt als Deko irgendwo hinstellt, sondern die sollen ja auch benutzt werden. Natürlich kann man sich da nicht draufstellen. Natürlich kann man nicht seitliche Kräfte ausüben. Das ist ja völlig klar. Das ist gesunder Menschenverstand. Aber dafür sind sie auch nicht ausgelegt. Aber für so einen 3D-Drucker alle Male, ja. Also ich habe jetzt alle Drucker jetzt hier drinnen in den Regalen und ich erkenne... Durch das Gewicht der Drucker ist das Ganze natürlich noch stabiler geworden. Und ich hatte das ja schon in dem letzten Video gesagt, wenn dann nachher die Umhausung kommt, die Rückwand, die Seitenteile, dann wird das wirklich super stabil. Daher möchte ich diesen Punkt jetzt zum letzten Mal ansprechen. Wer da Zweifel hat, ist doch völlig in Ordnung. Müsst es ja nicht machen, so wie ich das hier mache.
Und wenn konstruktive Kritik da ist, liebend gern, ja, falls ich irgendwas hier anders machen könnte, wie es aktuell ist. Aber ich werde jetzt kein anderes Regal kaufen, ja, nur weil ein Zuschauer das gerne hätte, dass ich ein anderes Regal nehme. Ja, das funktioniert nicht. Ich werde kein weiteres Regal kaufen und werde auch kein Schwerlastregal hier reinstellen, wo ein Boden 800 Kilo kann. Und ich habe hier 10, 15 Kilo 3-Liter-Drucker draufstehen. Steht nicht so im Verhältnis, zumal diese Regale auch nicht billig sind. Das hat mich natürlich auch Geld gekostet, ja, ist ja nicht so, ich will es nicht schönreden, das hat mich jetzt auch insgesamt, ich habe 20 Regale gekauft, a 6 Euro, das sind 120 Euro und ich brauche ja noch 4 weitere Regale für die seitlichen Drucker, die noch hinkommen, die ja ursprünglich nicht geplant waren. Aber ja, das zu diesem Thema und ich möchte das auch abschließen, das Regal wird jetzt aufgebaut, hoffentlich. Aber kommen wir gleich zu, was das Material angeht. Und dann freue ich mich drauf, wirklich endlich die Drucker hier in Aktion zu sehen. Was uns natürlich noch fehlt, sind die Druckplatten. Die habe ich auch noch nicht geschafft. Also hier diese Platten. Ich weiß, ich habe das schon mehrmals angesprochen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Es ist zeitlich wirklich alles irgendwie... Ich weiß es nicht, es ist ganz komisch. In letzter Zeit muss ich alles so ein bisschen auf dem letzten Drücker machen. Auch die Videos, die schaffe ich jetzt nicht mehr so im Voraus zu planen. Das liegt aber auch daran, dass ich beruflich sehr, sehr, sehr eingebunden bin und teilweise ja wirklich sehr lange auch arbeite. Also morgens bis abends und dann auch noch teilweise spät abends. Und dann komme ich halt einfach nicht mehr dazu. Ich bräuchte mal so ein halbes Jahr Urlaub, um alles mal abzuschließen, glaube ich. Okay, das mal zu diesem Thema. Also Leute, das wird stabil. Wenn ihr es nicht glaubt, müsst ihr nicht, aber das wird mega stabil. Dann kommen wir zu einem Kommentar von einem Zuschauer, der mich gefragt hat, ja, wie willst du denn bitte schön die Filamentrollen anbringen? Wie sollen die denn überhaupt zu den Drucker geführt werden? Falls ihr euch an das erste Video von Mega 3D Druck Farm erinnern könnt, wo ich die Konstruktion vorgestellt habe, war ja ursprünglich geplant, hier oben nochmal Regale zu haben und in diesem Regal da oben quasi die Filamentrollen abzulegen und dann über Bowdenzugschläuche das Ganze zu den Druckern zu führen. Ich habe ihm das ja erstmal verworfen, weil diese Bowdenzüge an sich auch eine sehr, sehr hohe Reibung haben, je nachdem, was für ein Material es ist und wenn sie leicht Knick drin haben und je nachdem, was man drucken will, ob es jetzt PLA ist, PETG, ABS. ABS ist etwas rauer als zum Beispiel PETG. PETG ist eher glatt und das Ganze führt halt dazu, dass die Reibung echt extrem hoch ist. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, von da oben bis zum untersten Drucker, das sind fast 1,5 Meter, die ich dann an Bowdenzug allein haben müsste. Und der Drucker muss ja auch noch das Material, quasi die Kraft, die Rolle hat, ja, die Rolle ist ja auch irgendwie gelagert, muss ja trotzdem auch noch diese Kraft noch dazu rechnen und dann die Reibung. Und wenn ein leichter Knick drin ist, und das führt dann dazu, dass der Extrudermotor wirklich sehr, sehr, sehr belastet wird. Und kann dann auch passieren, dass er dann dadurch, der muss es ja auch noch durch die Düse drücken, ja, die Kraft muss ja da sein und dann kann es passieren, dass der Drucker bzw. der Extruder Schritte verliert und das ist natürlich fatal, ja, Schritteverlust heißt, der extrudiert nicht und somit wird das Material dann auch nicht quasi aufgetragen, also das Material wird nicht aufgetragen, so. Dann habe ich ja gesagt, gut, diese Geschichte habe ich ja jetzt verworfen und ich mache das jetzt folgendermaßen, weil ich habe denjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat, habe ich geantwortet und habe ihm das versucht zu erklären. Aber der hat dann nochmal geschrieben, ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube eher, der hat es nicht verstanden, was ich gemeint habe. Und deswegen zeige ich euch das nochmal kurz, was ich hier vorhabe. Also es soll keine Rechtfertigung sein, sondern einfach nur so ein Teaser, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und zwar sollen die Rollen nachher, ich habe hier mal provisorisch einfach mal so eine Seitenwand hier mal reingesetzt. Nur, dass man sich das vorstellen kann. Die Rollen sollen nachher hier eingehangen werden. Ja, also so, dass es hier quasi die Achse nicht stört. Auf der Seite ist nichts, was stören kann. Im Grunde kann sogar, der Drucker kann ja noch ein Stück zurück. Im Grunde könnte theoretisch sogar die Rolle auch hier hängen. Ja, und aber Ziel ist es, dass die Rolle hier an der Seite hängt, wie es auch viele Drucker auch machen. Und dann wird es ein kurzen Bowdenzug geben, der quasi das Ganze dann hier zuführt. Ob ich das jetzt von unten rum mache, dass es so einen schönen Radius gibt
oder obenrum, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Dann würde ich zum Beispiel die Rolle weiter unten reinsetzen. Hier kommt eine Halterung, so eine Rollenhalterung. Wahrscheinlich werden wir es auch selbst drucken, so dass ich dann ja, ganz komfortabel die Rolle hier reinsetzen kann und dann das Filament durch dieses durch diesen Bauanzug. Es ist dann nur ein kurzes Stück, somit ist auch die Reibung nicht so hoch und wahrscheinlich wird dann unser Bauanzug irgendwo da oben auch zum Teil befestigt sein, so dass es hier flexibel dann mitlaufen kann. Also das ist so der Grundgedanke, diese Rolle da einzusetzen. Schöner wäre es natürlich, wenn die Rolle hinter dem Drucker wäre, dass ich die zum Beispiel direkt so hier hinterm Drucker habe und zuführen kann, aber das wird leider nichts. Wir schauen uns das mal an diesem Drucker an. Das Problem ist halt auch, dass wenn wir uns das vorstellen, wir wären jetzt hinter dem Drucker, hinten ist ja ähnlich wie vorne, was den Druckbett angeht. Wenn wir Teile haben, die hier gedruckt sind, die könnten dann gegen die Rolle stoßen. Ja, das ist das Problem, was ich dann auch da hinten hätte, wenn ich jetzt ein etwas hohes Teil drucke, was etwas höher ist. Und somit wird das Ganze halt schwierig. Wenn ich nach oben noch mehr Platz hätte, dann könnte man sich das überlegen. Die andere Möglichkeit wäre, oder sich zu überlegen, vielleicht die Rolle an die Decke zu montieren. Auch eine Option, also vielleicht so ein bisschen gelagert an die Decke, sodass dann das Material da durchgezogen wird, leicht geführt durch einen Bauanzug oder wie auch immer. Also Freunde, ihr merkt, es gibt einige Ansätze, noch nichts hundertprozentiges, ich muss es aber auch ausprobieren. Aber ich denke, das ist schon der richtige Weg, ich werde davon jetzt auch nicht mal abweichen und ja, das würde ich auf jeden Fall so umsetzen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Material und warum ich jetzt vielleicht doch noch Material habe, was man gegebenenfalls hierfür nutzen könnte. Also unbedingt dranbleiben. Ja, Freunde, tut mir leid, hier ist ein bisschen durcheinander. Also ich bin hier ein bisschen am Umräumen und hin und her, was mich direkt zum nächsten Thema bringen könnte. Machen wir aber gleich. Ja, wie man hier sehen kann, habe ich hier so schöne Plattenmaterialien. Das ist hier Span mit irgendeiner Kunststoffbeschichtung, wie man sie kennt. 10 mm Stärke, 2,80 Meter lang und 1,20 Meter hoch. Davon habe ich zwei Platten. Und dahinter habe ich auch nochmal, hier sieht man das so ein bisschen, habe ich auch nochmal so Platten. Diese Platten habe ich ja mehr oder weniger kostenlos bekommen. Jetzt habe ich aber das Problem, die Platten sind so groß und ich weiß nicht, wie ich die bearbeiten soll. Ich habe ja mal eine Kreissäge, woran ich das Ganze schneiden könnte, aber das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, so riesige Platten da zu bearbeiten. Und eine andere Möglichkeit sehe ich eigentlich nur in der Handkreissäge. Was meint ihr dazu? Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie würdet ihr solche großen Platten irgendwie sägen? Ich muss ja auch so Streifen sägen, also in 55 cm Breite für die Zwischenräume und für die Rückwand würde ich dann versuchen, so eine ganze Platte zu nehmen sogar. Wobei das Handling dann natürlich sehr, sehr schwierig wird. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde es mit der Handkreissäge machen, dass ich da auf dem Boden vielleicht ein paar Dachlatten hinstelle und dann so hier quasi drüber sägen kann. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach in den Kommentaren schreibt, wie würdet ihr solche großen Platten, also hier haben wir 2,80 Meter mal 1,20 Meter oder sogar 1,40 Meter, nee, 1,20 Meter, wie würdet ihr solche Platten sägen? Ja, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Wir sind jetzt hier in der Garage. Das ist eine Doppelgarage. Ich habe zwei Tore. Eins ist elektrisch, eins ist manuell. Und diese Garage soll jetzt auch umgebaut werden. Das heißt, ich möchte gerne, da ich auch übrigens sehr viel an Autos rumschraube, ob es das Oldtimer sind oder keine Oldtimer, normale Autos, das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, was mir auch großen Spaß macht. Oder folieren, ja. Das ist auch so ein Thema, was ich sehr gerne mache. Das würde ich gerne in Zukunft öfters hier in der Garage machen, aber nicht so, ja. Die Garage ist jetzt aktuell, ja, wie man es halt kennt, eine Rumpelkammer. Ich habe nur auf der Seite ein bisschen frei gemacht, dass ich das Auto reinfahren kann. Ansonsten ist geplant, diese Garage auch umzubauen zu einer, ich sag mal, wie nenne ich das denn so, Garagenwerkstatt. Das heißt, ich würde auch Materialien kaufen. Eins der größten Punkte ist eine kleine Hebebühne. Und da habe ich mich für so eine mobile Scherenhebebühne entschieden. Das ist so ein Thema, was ich schon sehr, sehr lange mir durch den Kopf gehen lasse. Und jetzt will ich mich langsam mal ja, dazu überwinden, diese Hebebühne auch zu kaufen. Ist auch nicht gerade wenig Investition, so eine Hebebühne. Daher muss man sich das halt schon gut überlegen. Die Sache ist halt dies, wir haben zwei Autos, also meine Frau und ich haben jeweils ein Auto. Und manchmal habe ich auch so ein drittes Auto, was in der Regel nicht lange da bleibt und dann geht es wieder weg. Irgend so ein Bastelauto. Und da ich auch vieles selber machen kann,
und die Möglichkeiten dann hätte, will ich unbedingt diese Garage umbauen, weil das alles andere ist mir halt zu lästig. Und genau, also das wird ein Projekt sein. Jetzt ist die Frage, habt ihr Bock, dass ich so ein Projekt auch auf meinem Kanal quasi als Videoreihe starte? Wenn nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil dann spare ich mir diese Zeit für Videos, wenn da eh kein Interesse besteht, und mache dann einfach das ja, für mich selbst alleine und baue diese Garage auf. Ansonsten würde ich auch ein Projekt draus machen. Also das hängt jetzt davon ab, ob ihr Bock drauf habt. Wir machen das am besten so. Ich werde eine Umfrage wieder starten auf meinen, in den Communities, und dann lasse ich euch einfach mal abstimmen, ob ihr Bock habt, so ein Garagenumbauprojekt zu sehen oder nicht. Wenn nicht, ist auch völlig in Ordnung, dann wie gesagt, spare ich mir die Zeit. Wenn doch, würde ich mich auch sehr drüber freuen, dann mache ich ein Projekt draus, was vielleicht sogar länger dauern könnte, weil der Winter fängt ja auch bald an. Und wir wollen halt erstmal alles ausräumen, das würde ich dann filmen, und dann wollen wir alles sauber machen und dann hier alles neu streichen erstmal, vielleicht sogar einen anderen Bodenbelag. Das sind wirklich sehr viele Sachen, die da interessant sein könnten. Und außenrum von der Garage wollen wir auch ein bisschen was machen, dass es optisch auch ein bisschen schöner aussieht. Und genau, also ich werde die Abstimmung starten, und wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir so ein Projekt. Ansonsten bleibt es wie immer bei dem verrückten Bastelfreak. Es fühlt sich irgendwie komisch an, draußen zu stehen, zu reden. Weil wir haben Sonntag, es ist kein Mensch auf der Straße, und dann steht man ganz alleine da und redet, und dann kommt plötzlich einer vorbei und du siehst, dass er dich anguckt, und du versuchst dann nicht quasi dahin zu gucken, sondern immer in die Kamera. Ist ein bisschen eigenartig, also das bin ich überhaupt nicht gewohnt, weil ich ja meistens ja die, das heißt meist eigentlich immer die Videos ja in den Räumlichkeiten mache und in der Regel auch alleine bin. Gut, Freunde, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Projekt, ja, was nicht das, also nächste neue Projekt, sondern unser Projekt Mini-PCB-CNC-Fräse. Geht es natürlich auch weiter. Ihr habt im letzten Video gesehen, da habe ich schon mal die Software angeschnitten, was wir alles benötigen und wie wir den Mikrocontroller hier schon mal vorbereiten können. Zumindest was die Firmware angeht. Wir sind aber noch lange nicht fertig, was die Firmware angeht. Weil das, was hier drauf ist, jetzt ist ja nur die Basis. Und diese Basis, ja, müssen wir ja auf die Kinematik, die wir hier haben, natürlich auch anpassen. Was meine ich damit? Wir haben ja hier die Motoren, wir haben hier die Zahnriemen, wir haben hier die Zahnriemenräder, die haben bestimmten Durchmesser, dann haben wir bestimmte Verfahrwege, Endschalter und so weiter und so fort. Das wird dann auf jeden Fall noch kommen, was wir da unbedingt auch machen müssen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Projekte jetzt machen werde. Immer wenn Zeit für das eine Projekt ist, dann werde ich das durchführen, wenn ich beim anderen Projekt warten muss, und halt andersherum. Die Reihenfolge kann ich es auch noch nicht sagen. Ich denke, wir haben ja auch noch ein bisschen Verkabelungsarbeit hier. Zum Beispiel die Motoren haben wir noch nicht verkabelt. Und generell die gesamte Verkabelung haben wir ja noch gar nicht durchgeführt. Und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich so kleine Energieketten nehmen soll, was ja mega, mega, mega süß aussieht. Ich zeige euch, was ich meine. Und zwar geht es um solche Schleppketten oder Energieketten, wie auch immer. Das ist natürlich für eine größere Maschine, ist klar. Und ich habe extra für diese Maschinen kleine Energieketten bestellt. Und zwar sehen die so aus. Ja, so ganz kleine, süße Dinger hier. Ich finde die so geil. Und die würde ich dann vielleicht hier an der Seite von der Maschine montieren. Genau, das würde im Grunde so aussehen wie bei dem Plotter. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich natürlich eine riesige, lange Energiekette am Stück, aber so wird das Ganze dann aussehen. Ich finde das super, wenn das schön aufgeräumt ist, keine Kabel, die rumfliegen. Da ist übrigens der Zahnriemen, den habe ich nur abgemacht zum Entlasten, weil ich den aktuell nicht in Gebrauch habe. Ansonsten ist die ganze Verkabelung hier drinne und stört nicht, und das System kann rollen, wie verrückt. Also sowas finde ich halt schon ziemlich cool. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wie bei den 3D-Druckern, hier mit so Geflecht, wie sagt man denn, diese Schläuche, Geflechtschläuche zu arbeiten, dass man alles da reinpackt. Ja, das wäre auch so ein Thema. Vielleicht, was meint ihr dazu? Schreibt mir das in den Kommentaren. Energiekette oder solche Geflechtschläuche. Was würdet ihr eher nehmen? Ich tendiere schon Richtung Energiekette, weil das passt einfach zu einer CNC-Fräse. Auch wenn es so eine Mini-Fräse ist, es passt einfach dazu. Geflecht, also diese Schläuche, wären natürlich einfacher vom Aufbau her. Daher, schreibt mir in den Kommentaren, wie würdet ihr das machen? Ja, Freunde, ich habe schon wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich ein bestimmtes Projekt mal gestartet habe, zumindest angeteasert und vorgestellt, und bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, dieses Projekt auch wirklich zu realisieren. Und zwar geht es um den kleinen Schneideplotter. Ich weiß auch, dass sehr viele darauf warten, und ich habe wirklich ein sehr schlechtes Gewissen diesbezüglich,
aber so ist es manchmal im Leben. Man muss halt priorisieren und ich musste die Prioritäten jetzt einfach ändern. Das heißt, diese kleinen CNC-Fräsen sind ja dazwischen gekommen und die 3D-Drucker insbesondere, das ist ja ein Projekt, was mich jetzt ja schon länger beschäftigt, wie ihr wisst. Vom Prototypenentwicklung, falls ihr euch noch erinnern könnt, das erste Video, was ich gemacht habe, wo ich die Prototypen, die Konstruktion vorgestellt habe, bis heute, es ist schon trotzdem ein mega geiles Gefühl, wenn ich sehe, dass die Drucker jetzt zumindest schon mal da drinnen stehen und ich weiß, dass die an sich ja betriebsbereit wären. Aber gut, so ist es halt manchmal. Manchmal muss man priorisieren und da ist leider dieses Projekt hinten ein bisschen runtergefallen. Daher würde ich versuchen und ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt, die Priorität jetzt so hinlegen, dass ich sage, die 3D-Drucker müssen fertig werden, also unsere Farm, die muss erstmal fertig werden, dann möglichst viel am Stück an der kleinen CNC-Fräse arbeiten und wenn die CNC-Fräse auch abgeschlossen ist, ja, abgeschlossen heißt für mich, die beiden können in Betrieb genommen werden direkt, dann würde ich gerne mit dem Plotter weitermachen. Und aber in der Zwischenzeit werde ich versuchen, damit es da ein bisschen schneller vorangeht, die Teile für den Plotter schon mal zu drucken. Ich denke, das ist nur fair, wenn ich das so mache. Ich werde versuchen, die Teile schon mal zu drucken, dass wir dann da nicht so viel Zeit verlieren, weil es macht ja keinen Sinn, dass ihr dann ja zuguckt, wie ich Teile drucke. Das machen wir nicht. Ich werde die Teile schon mal drucken, wie ich es bei den 3D-Druckern auch gemacht habe. Und dann verlieren wir auch nicht so viel Zeit. Und vor allem, ich denke, es ist auch eine gute Basis, wenn wir die Mini-CNC-Fräsen hier fertig haben, dass wir dann mit dem Plotter anfangen, weil da werden wir zu, ich sag mal, 95% die gleiche Steuerung nutzen, gleiche Software, gleiche Firmware. Und somit wird sich das auch, ja, da gibt es halt Synergien, die dann auch wirklich sehr gut zusammenpassen. Und daher denke ich, ist schon sinnvoll, wenn wir diese Reihenfolge so machen würden. Zumal ich jetzt nicht nochmal was komplett Neues starten möchte, wenn ich im Hinterkopf genau weiß, ich habe noch ein paar Sachen, die noch wichtig sind, die auch abgeschlossen werden müssen. Also seht mir nach, Freunde. Es ist halt, ich habe halt auch nur eine begrenzte Zeit. Ich denke, das kennt ihr selbst. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag und wir haben ja auch alle Verpflichtungen. Wir haben unsere Arbeit, wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Familien. Haus und alles drum und dran, muss ja auch alles verwaltet werden. Ja, ich hoffe, es kommen auch mal Zeiten, wo ich noch ein bisschen mehr in diese Projekte investieren kann, also in kürzerer Zeit auch mal ein paar Projekte mehr machen kann. Aber ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt, Freunde. Ja, Freunde, an dieser Stelle würde ich dieses Video auch beenden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du jetzt den Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.